Kaffee, das Mittel der Wahl, wenn die Tage wieder kürzer werden und sich unser Energielevel irgendwo ins Nirvana verabschiedet. Das ist auch unser heutiges Thema der Sendung. Was kann man denn eigentlich mit Kaffee machen, außer ihn trinken? Alles. Wirklich? Also mit Kaffee kannst du wunderbar kochen und das werden wir heute auch machen. Und zwar haben wir mir ein paar Rezepte mitgebracht, was nur um Kaffee geht. Ja? Also wir machen heute ein Kaninchenrücken. Und zwar in einem Kaffee-Melange-Teig. Die Kaninchenrücken da man nur ein bisschen würzen mit Kokosblütenzucker und Salz. Dann kommt Thymian, Rosmarin und Knoblauch in den Beutel. Da haben wir so einen Beutel. Dann vakuumieren wir das Ganze miteinander und gut ist. Ich bereite in der Zwischenzeit den Teig her. Und zwar für den Teig brauchen wir ein kleines bisschen Mehl. Das haben wir schon hier. Creme fraiche, Butter, zwei Eigelb, Muskatnuss, dann haben wir hier noch unser Magic Umami, ja, das ist auch Kaffeesalz und von King of Salt ist Asia süß pfeffrig. Ja, und das Ganze wäre kein Kaffee-Melange, wenn wir nicht einen Kaffee reinmachen. Kaninchen ist sehr, sehr fein vom Geschmack her und das ist halt das Schöne, durch das, dass das Kaninchen so, ja, nicht den dominanten Eigengeschmack hat, passt es halt sehr, sehr gut zum Kaffee, weil der Kaffee dann richtig mit Bums rüberkommt. Also Kaninchen ist gewürzt mit Salz, mit Zucker und Knoblauch, Rosmarin und Thymian. Genau. Okay. Ist jetzt im Beutel, wird vakuumiert und kommt dann kurz ins Sous-Vide-Becken. Der Ralf macht nebenbei einen Teig fertig, den rollen wir gleich aus und dann wird es eigentlich gleich eingeschlagen. Super. Was macht dir eigentlich so Spaß am Kochen mit Kaffee? Ja, die Geschmacksvielfalt, weil du kannst ihn halt komplett überall einpacken, ja? Mhm. Also den Kaffee. Du kannst ihn im Dessert hernehmen, du kannst ihn in der Vorspeise hernehmen, du kannst Hauptgang damit machen. Kaffee ist halt echt so facettenreich, das dass er das einfach ganz locker packt. Mhm. Ja? Also gerade wenn du es jetzt halt beim Hauptgang machst, ist halt Wurzelgemüse oder Pilze oder so, passt da halt richtig gut. Stimmt. Apropos, da sind wir beim Stichwort, dass du eventuell mit mir schon anfangen. Ja, selbstverständlich. Also wir haben ein bisschen einen Hokkaido-Kürbis mit der Schale. Den kann man auch mit der Schale essen, ist eigentlich immer ganz, ganz praktisch bei der Kürbissorte. Dann haben wir Pastinake. Dann haben wir einen Stangensellerie, kennt auch jeder. Dann das hier sind Artischockenböden. Mhm. Ja, also aus der ganzen Artischocke. Ach, ja, irre. Genau, ist das quasi der Boden. Jetzt haben wir hier verschiedene Pilze und zwar das hier sind Kräuterseitlinge. Genau, das ist ein großer Kulturpilz. Dann haben wir Austernpilze. Das hier sind Shiitake und so kleine Enoki. Wir fangen mit dem Sorbet an. Genau, ein Kaffee con Leche ist eigentlich ein Kaffee, wo dann so eine süße Milch reinkommt. Ich bin dann auf die Idee gekommen, hey, weißt du was, wenn man das runterfriert, dann gibt es ein gutes Eis. Fürs Sorbet Kaffee natürlich, mhm. Habe ich gerade frisch gebrüht mit unserer Maschine. Dann habe ich schon ein bisschen Zucker hier in den Messbecher, da gebe ich jetzt den Kaffee mit dazu. Du hast es jetzt schön aufgemixt. Und das war's eigentlich. Das war's. Jetzt kommt es quasi nur noch jetzt in unsere Eismaschine. Jetzt kommt es in die Sorbetiere. Wir sind doch schon bestimmt so weit, dass wir den Glühwein angehen können mit unserem Gast, oder? Ja, selbstverständlich. Unbedingt. Ja. Dann würde ich an der Stelle mal gerne unseren Gast Kai Böcking zu uns bitten. Komm zu uns. Herzlich willkommen. Du reist gerade sehr viel um die Welt, richtig? Habe ich gesehen. Ja, ich war in den letzten 4 Wochen in Dubai. Und, wow. Da ist bestimmt auch gerade schön warm, im Gegensatz zu mir. Ja, da ist es noch richtig schön warm, im Gegensatz zu hier. Und aber ich war zum Arbeiten da. Ich habe eine Doku gedreht über ein sehr schönes neues Hotel in Dubai für Sat.1. Die kommt am 21. Dezember. Okay, und war cool? Es war anstrengend, aber natürlich ist es cool, wenn man mal so eine große Produktion da unten hat aus Deutschland. Ein bisschen was vorbereitet für dich. Entschuldige, Sabrina. Kein Problem. Und zwar wäre das cool, wenn du zu unserem Kaffee con Leche Sorbet einen Glühwein-Espuma machst. Und zwar brauchen wir Rotwein, Orangensaft, roten Portwein, ein bisschen Zimt, Nelke, Piment.
Lebkuchen. Ralf, erklär uns doch mal, wie dieser Schaum genau funktioniert. Ich glaube, das fasziniert nicht nur unseren Gast Kai, sondern ich glaube, da sind wir alle dran interessiert. Also das ist halt der ganz normale Sahnebläser, wie du ihn von der Oma her kennst. Genau. Also ein bisschen durchgestylt, weil damals waren sie so hässlich grau oder braun. Dann kommt hier also der Aufsatz drauf. Ja. Und dann haben wir hier die Patrone und dann wird einfach das Gas reingepumpt, wenn man das hinten drauf schraubt. Und ich glaube, man kann es kalt und warm machen, richtig? Selbstverständlich. Also es gibt kalte Schäume und es gibt richtig, warme Schäume. Richtig. Ja, es kocht. So, Ralf, es kocht. Gut. Es kocht, ja, dann lass uns noch ein bisschen kochen. Nicht, ich bin nicht der Koch. Es riecht vor allem gut. Es riecht halt nach Glühwein. Also der Alkohol ist verkocht. Ja, leider. Ja, leider. Genau. Basic Texture mit rein. Genau, so. Ja. Das reicht, wir damit reicht für die Menge, genau. Und dann? Jetzt müssen wir es halt vorsichtig mixen. Hier wird gesiebt. Durchpassiert, ja, einmal, damit die groben Teile hängen bleiben und es alles schön fein ist. Ja. Die, das Gemüse ab, oder? Sieht fertig aus? Ja. Ja. Schön. Die Pilze sehen auch fertig aus? Ja. Die Pilze haben wir jetzt separat gebraten, weil sonst lassen sie so viel Wasser. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Temperatur. Mhm, das geben wir jetzt zusammen. Genau. So. Und jetzt kommt unser Kaffee dazu endlich. Ist das Espresso oder Kaffee? Das war Kaffee. Ja. Hannes, hast du unser Sorbet schon gecheckt? Wie geht's Sorbet dir? Wird fest, ja. Mhm. Wir sind jetzt so weit, dass wir anrichten können. Und darf ich da eins vormachen? Mhm. Also vorne, das schneiden wir weg, weil das ist einfach zu viel Teig, zu viel Sättigungsbeilage. Und dann machen wir einfach so 2-3 schöne Scheiben runter. Da möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bei unserem Hauptpartner Binarella bedanken, der uns mit diesen tollen Maschinen ausgestattet hat und zudem auch noch wirklich absolut kompostierbar ist und abbaubar und der Umwelt wirklich etwas Gutes tut in dem Fall. Und das wollen wir natürlich gerne unterstützen. Da möchte ich an der Stelle mal unsere Zuschauer zu uns bitten. Leider war das schon die letzte Kochshow für dieses Jahr, müssen wir dazu sagen. Kai Böcking, vielen herzlichen Dank nochmal auch für deine Hilfe. Sehr gerne. Von Ralf und mir und Hannes natürlich alles Liebe und dann bis zum nächsten Jahr. Rutsch, gut, nein, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.